Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Aus ist in Augsburg 1:1. Bei mir darf ich begrüßen Florian De Brato. Hallo Flo. Ja, servus, grüß dich. Flo, heute keine 90 Minuten gespielt, sondern leider ausgewechselt wegen deinem Knie. Was war los? Ja, ich habe schon am Dienstag das Training abbrechen müssen, weil ich einen Zweikampf hatte, bei dem halt, also, es ist ja bekannt, dass ich ein bisschen Probleme im Knie habe, aber das kann ich alles wirklich gut steuern. Nur seit Dienstag ist es so, dass ich einen extremen Druck unterhalb der Kniescheibe habe. Jetzt haben wir natürlich heute, fällt der Suki dann auch noch krank aus. Der Meierflut, beim Silas wusste man es nicht. Jetzt wollte ich halt einfach auf die Zähne beißen und schauen, so lange wie es geht. Aber ich denke, das hat jeder gesehen, dass ich halt mich vor allen Dingen über rechts rum gar nicht drehen konnte. Mhm. Und dann hilft man natürlich auch nicht. Ich hatte natürlich gehofft, dass ich mit dem Adrenalin und so vielleicht noch ein bisschen mehr freimachen kann, aber das war leider nicht machbar. Du sprichst es gerade an. Viele Verletzte sind dabei. Trotzdem holt der VfR Punkt für Punkt für den Klassenerhalt. Wo ist da der Unterschied vor zwei Jahren? Ich meine, da hatten wir ja dementsprechend in der Hinrunde keine Verletzten, aber jetzt holen wir die Punkte. Was ist los? Ja gut, zum einen ist die Liga jetzt nichts Neues mehr für uns. Der Daniel und der Eddie, die als Trainer gespannt, kennen die Liga. Die meisten Spieler kennen die Liga. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir haben zum Beispiel auch ein krasses Kontrastprogramm gehabt. Zum Beispiel gegen Fürth sind wir gar nicht auf dem Platz. Dann kriegst du 4 mit in der ersten Halbzeit. Gegen Bayern bist du voll da. Da sieht man halt, egal gegen wem, du kannst dir nicht leisten, mal so Larifari zu spielen. Und ich glaube, das kriegen wir dieses Jahr ganz gut hin. Und ich glaube, dass wir halt qualitativ, denke ich, dann schon auch in der Breite dann halt schon nochmal ein Stück weit besser aufgestellt sind, ohne dem Kader vor zwei Jahren dann zu nahe treten zu wollen. Aber es sind halt die Punkte, die das Ganze widerspiegeln. Und ich glaube halt, dass wir halt einen mega, mega Teamgeist in der Mannschaft haben, weil wenn man sich überlegt, dass wir fast alle Punkte holen, nachdem wir eigentlich im Rückstand sind, das für einen Aufsteiger, das ist dann, glaube ich, schon ein Brett, das wir da jedes Mal zu leisten haben. Und das ist vielleicht der Ansatz, wo wir vielleicht hinkommen müssen, dass wir vielleicht einmal in Führung gehen und dann versuchen, Konter selber zu fahren, als wie immer anrennen, immer nachzurennen. Das ist schon schwierig. Anrennen ja anspricht und Rückstand. Heute hat es ja gedauert, bis wir in Rückstand gekommen sind, aber mussten dann trotzdem wieder hinterherlaufen. Kannst du kurz zu den Gegentreffer, kurz auf die Situation eingehen und dann vielleicht auf unser Führungstreffer? Ja, wir haben sagen wir es mal so, wir haben uns vielleicht ein bisschen naiv in der Situation angestellt, und haben ihn, ich weiß nicht mehr genau, haben ihn, glaube ich, an der Seite rausgelassen. Dann kommt er durch. Das macht er natürlich stark. Ich meine, die haben halt alle eine gute Qualität, auch gerade diese zweiten Mannschaften. Und da haben wir uns vielleicht ein bisschen naiv angestellt. Generell fand ich heute, war es eigentlich fußballerisch von uns halt ziemlich wenig, aber wir haben halt wieder alles in die Waagschale. Kampf. Ja. Kampf, jeder ist für jeden gerannt. Ganz genau, und wir haben halt alles in die Waagschale geworfen und beim zweiten Tor natürlich, der Staudi holt aus. Dann aber grandios, er wollte erst schießen, angetäuscht, dann hat er sich zum Wegrutschen entschieden und die Flanke geschlagen auf den entscheidenden Kopfball von Dennis Niebauer. Und das ist halt seine Qualität, ne? Der Dennis kann halt, das war ja eigentlich auch wieder ein unmögliches Ding, das er da macht, und deswegen man kann nur sagen, Weltklasse-Tor eigentlich, weil so aus dem Fallen den Ball da rein zu köpfen, sensationell. Staudi super vorgearbeitet und dann haben wir es halt einfach alles gegeben bis zum Schluss. Und ich finde auch, wir wurden belohnt. Ich denke, wir als Garching können auch in Augsburg mit einem Punkt sehr, sehr gut leben. Vor allen Dingen bei der momentanen Situation, was wir verletzte, kranke Spieler haben, ist es, finde ich, wie ein Dreier, muss man also sagen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Auf der Seite bei uns stand ja drauf, bringt Punkte mit, das haben wir erfüllt, das ist doch schon mal was Schönes. Und mit dem verabschieden wir uns auch, wünschen euch noch eine friedliche Wiesn. Bis dahin, ciao. Ciao.